Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leiste geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Haarstyling-Video. Ich muss tatsächlich selber lachen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das wieder antue. Warum ich diesen langen Weg nochmal gehe. Aber egal. Dieses Video richtet sich an alle Männer da draußen, die mittellange Haare haben, die sich auch gerade mitten in der Übergangszeit befinden und ja, die nicht so richtig wissen, was man denn machen kann. Ja, es ist relativ einfach. Bei kurzen Haaren habe ich extrem viele Videos zu gemacht. Man kann eigentlich gar nicht so viel falsch machen, aber gerade so, man sieht es ja jetzt. Ich habe die Haare frisch gewaschen, befinde mich hier bei mir im Studio. Ich habe meinen Föhn, ich habe irgendwie ein bisschen Produkte mit am Start. Ich werde euch auch gleich nochmal was zu meinem Shampoo erzählen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, ich versuche, so gut es geht, euch da draußen zu helfen, diesen Scheißweg. Ja, wenn den jemand mit mir geht, schreibt wirklich gerne in die Kommentare. Bist du da draußen gerade auch mit am Start? Und ich werde euch heute einfach mal vor der Kamera zeigen, wie ich mir die Haare style, was man am besten machen kann. Aber wir starten jetzt mal als allererstes, und das erwähne ich immer wieder in meinen Videos, beim Haarewaschen. Und zwar verwende ich dieses Haarshampoo hier. Ich verlinke euch das auch. Das ist keine Kooperation oder sonst was, sondern ich muss wirklich sagen, die Produkte sind wirklich richtig gut. Also hier ist auch Biotin mit drin. Werdet ihr auch sofort merken. Also ich weiß, wir Männer denken so, ja, ein Shampoo ist ein Shampoo. Ich nehme das, was da drin steht von meiner Freundin Mutti, was auch immer. Am besten noch 3 in 1 oder so. Aber nee, tatsächlich nicht. Es macht extrem viel aus. Auch gerade, wenn ihr die Haare wachsen lasst, Leute, fangt direkt damit an, die Haare zu pflegen. Als allererstes ein gutes Shampoo, und das kostet dann halt mal so ein bisschen mehr. Aber Leute, glaubt mir, ihr werdet einen krassen Nachher-Effekt auch haben. Die Haare fühlen sich einfach viel, viel besser an und es ist einfach ein besseres Styling möglich. Daher habe ich dieses Shampoo hier. Ich verwende so 1 bis 2 Mal die Woche noch einen Conditioner. Verlinke ich euch auch alles, genauso wie so das Haaröl. Packe ich euch auch nochmal mit rein. Aber ganz, ganz wichtig, Freunde, achtet auf die Haarpflege. Und hier, das ist keine Kooperation. Ich stelle euch das gerne vor. Ich verlinke euch das, genauso wie jetzt auch gleich beim Styling. Ihr könnt jegliche Produkte verwenden. Ich zeige euch nur, wie ich es mache. Klar verwende ich meine eigenen Sachen. Für mich sind das mit Abstand die besten Produkte, die ich jemals in den letzten 20 Jahren getestet habe. Deshalb verwende ich sie. Aber ganz klar könnt ihr natürlich hier auch euren eigenen Weg gehen und das machen, worauf ihr Bock habt. Bevor es jetzt aber losgeht, noch mal eine andere Sache. Und zwar, wer von euch verwendet solche Augen-Roll-On-Sticks hier, diese hier? Ich muss echt sagen, ich bin ein extremer Fan davon geworden. Ich weiß, gegen Augenringe hilft einfach nicht viel, außer irgendwie weniger Stress, viel Schlaf. Es ist viel Genetik, viel Veranlagung. Ich glaube, man kann sich das unterspritzen lassen oder so. Ich bin da kein Experte, aber ich war gestern unterwegs. Das ein oder andere alkoholfreie Bier wurde getrunken. Und ich muss sagen, ich finde das überragend, sich solche Dinger hier unter die Augen zu machen. Die kühlen, die Schwellung geht wirklich so ein bisschen zurück. Mich würde es mal interessieren, benutzt ihr sowas? Feiert ihr sowas? Ich habe das für mich neu entdeckt. Kann ich euch auch wirklich gerne mal verwenden. Das ist jetzt hier von Clinique. Ich glaube, es gibt extrem viele Hersteller. Also eins ist klar, wir haben uns auch schon öfters überlegt, wir müssen unbedingt ein Produkt rausbringen gegen Augenringe oder wo die Augenringe verschwinden. Wir haben so viel schon getestet bei Leuten, die extreme Augenringe haben, und ich sage euch, wie es ist. Bis jetzt habe ich noch kein Produkt in den Fingern gehabt. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was gegen Augenringe hilft. Aber ich finde das trotzdem mega angenehm, gerade morgens. Ich habe das Produkt auch bei mir immer mit dem Rucksack. Zwischendurch haue ich mir das einfach mal drauf. Ich finde das super, super chillig. Wollte ich euch nur mal zeigen. Verlinke ich euch gerade so nach dem Feiern am Wochenende. Irgendwie gibt das einen gewissen Frische-Kick. Aber so, wir starten jetzt mal. Wie style ich meine Haare? Ja, ich kann halt natürlich noch keinen Zopf machen. Die Seiten hier sind halt viel zu kurz. Die müssen halt oben noch mit rein. Hier vorne ist es schon relativ lang. Ich habe aber auch das Gefühl, es geht nicht mehr voran. So, hier passiert nichts mehr. Aber wie style ich meine Haare? Ich habe die Haare gewaschen. Die sind noch ganz, ganz bisschen feucht. Dann sprühe ich mir den Haarverdicker rein. Die Leute sagen, hey Marc, aber du hast doch dickes Haar. Warum noch den Haarverdicker? Ich kann meine Haare einfach viel, viel besser damit stylen. Für mich ist das ein richtig geiles Pre-Styling-Produkt. Jedes einzelne Haar wird bis zu 20% dicker gemacht. Und wenn man einfach mehr Haare auf dem Kopf hat, kann man die Haare einfach viel, viel besser stylen. Deshalb verwende ich auch den Haarverdicker. Heute hier sogar die kleine Reise-Edition, den Haarverdiggi. Ich sprühe das wirklich, ich mache das jetzt auch hier vor der Kamera ohne Spiegel, ohne alles. Super simpel, dass ihr auch seht. Das ist alles auch nicht so ein Hexenwerk. Ich sprühe das relativ großzügig auf hier, schön an der Seite. Und das Gute ist, das wirkt auch sofort, das hilft auch. Müsst ihr nicht machen, könnt es natürlich mal ausprobieren, ob euch das hilft. Ja, wenn ihr einfach Schwierigkeiten habt, die Haare zu stylen, die Produkte halten nicht so gut. Verwendet mal den Haarverdicker, ihr könnt auch wirklich jedes euer Styling-Produkte nehmen
Und ansonsten, viele meiner Kollegen lassen sich ja auch die Haare wachsen oder haben schon längere Haare und die schwirren so ein bisschen auf Schaum. Ich weiß nicht, diesen Haarschaum, ob ihr das mal ausprobiert habt. Bei mir funktioniert das beispielsweise nicht so gut, dann nehme ich lieber den Haarfettiger. Ich verlinke euch aber auch nochmal so einen Schaum unten in der Infobox, der ganz gut ist, wo mir viele Leute gesagt haben, bei denen funktioniert das. Jetzt habe ich das Produkt reingesprüht, jetzt föhne ich mir ganz normal die Haare und bei den Langhaaren, ich bin gar nicht mit einer Rundbürste am Start oder mit einer anderen Bürste, sondern ich föhne die einfach ganz normal nur trocken. Das machen wir jetzt auch einmal hier. Stecker in die Steckdose und dann geht er ab. Falls ihr den Haarfettiger verwendet, ihr könnt den ins feuchte Haar reinmachen, ihr könnt ihn ins trockene Haar reinmachen, relativ egal. Wichtig ist nur, föhnt danach die Haare und fertig. So. Übrigens, wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich früher immer ein riesen Fan davon war, das Haarwachs in ein, ja, ich sag mal handtuchtrockenes einzuarbeiten und das dann an der frischen Luft trocknen zu lassen. Das mache ich momentan gar nicht mehr. Ich habe früher ja immer das Osis Messer 2 verwendet und habe wirklich darauf geschworen, dass das echt die beste Methode ist. Mittlerweile föhne ich meine Haare komplett trocken und dann arbeite ich erst das Produkt ein. Also testet das gerne für euch mal aus. Wenn ihr es andersrum macht und ihr habt vielleicht immer nur ins komplett trockene Haar reingearbeitet, versucht es mal, rubbelt man nur die Haare ein bisschen trocken und dann macht das Produkt rein. Vielleicht funktioniert das bei euch. Ja, bei meinem Produkt ist es definitiv so. Im trockenen Haar funktioniert es wirklich viel, viel besser. Aber auch das, experimentiert da mal so ein bisschen rum, genauso wie mit dem Shampoo. Es gibt natürlich nicht dieses eine Shampoo, wo ich sagen würde, das ist für jeder Mann da draußen perfekt. Der eine hat dickes Haar, dünnes Haar, fertiges Haar, wie auch immer. Da muss man natürlich auch immer gucken. Auch gerade das Thema Schuppen ist sehr, sehr präsent. Ich weiß, das redet man irgendwie gar nicht so oft drüber, aber viele Leute haben es. Daher probiert da gerne mal aus und unterschätzt dieses Thema nicht. So, ich mache jetzt auch mal ein bisschen weiter hier und dann fange ich gleich schon mal an zu stylen. Ich habe die Haare jetzt trocken geföhnt. Sieht es auf jeden Fall auch vom Volumen her. Könnt ihr natürlich auch machen, ja, wenn ihr längere Haare habt. Ihr könnt prinzipiell auch eigentlich nur den Haarfettiger reinmachen und das dann so lassen, ja, wenn ihr Bock habt, dass die Haare einfach nur so ein bisschen runterfallen. Checkt das auf jeden Fall mal ab, genauso wie mit dem Schaum. Macht den Schaum rein, föhnt mal eure Haare. Es gibt viele, die sagen auch schon, ey, damit bin ich schon komplett zufrieden, ich brauche gar kein Produkt mehr reinmachen. Mich stört es aber, weil ich brauche mehr Halt in den Haaren. Meine Haare sind einfach, ja, ich habe einfach recht viele und dann stört es erst recht, wenn ich noch keinen Zopf machen kann. Dementsprechend nehme ich mein Produkt, komplett neue Dose. Übrigens, wir haben hier 100 Milliliter drin, ne? Also das hält mehrere Monate. Also es gibt Leute, die sind damit über ein halbes Jahr ausgekommen, haben uns jetzt eine Nachricht geschrieben, dass es da erst leer ist. Bei mir auch. Also ich benutze es tatsächlich täglich. Es hält super lange. So, wichtig ist gerade am Anfang, wenn ihr euch die Haare stylt, nehmt immer etwas weniger Produkt, weil zu viel Produkt ist alles scheiße. Dann musst du dir im schlimmsten Falle die Haare nochmal waschen, nochmal alles von vorne beginnen. Aber wenn ihr erstmal nur ein bisschen nehmt, man kann halt immer noch mehr nehmen. Deshalb würde ich euch empfehlen, am Anfang immer nur ein bisschen was nehmen. Verreibt das Produkt gut in euren Händen. Und wie gesagt, ob es meins ist, ob es was auch immer für ein Produkt ist, ich würde die Anwendung jedes Mal so machen. Verreibt es gut in den Händen und achtet drauf, dass ihr jetzt nicht irgendwo auf der Hand so viel mehr habt als woanders. Ja? Dass da jetzt nicht irgendwo hier so ein dicker Haufen ist, sondern versucht das einfach mal gut zu verteilen. Ja, schön auch vorne an die Fingerspitzen und dann arbeitet ihr das von hinten nach vorne. Viele Leute machen diesen Fehler, die haben das Produkt, gehen direkt rein, dann haben die vorne alles verklebt, ist einfach viel zu viel Produkt dran. Macht das schön von hinten, ja, und arbeitet euch dann so ganz langsam nach vorne. Schaut mal so, ja, nach vorne. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Spiegel. Und dann könnt ihr hier die Seiten mit hoch machen. Ich mache dann immer so, dass ich das wirklich komplett reinarbeite. Von allen Seiten. Schaut mal so, ja. Und jetzt greife ich die Haare so nochmal hin, dass ich wirklich überall das Wachs habe. Und jetzt kann ich halt einfach noch ein bisschen mehr verwenden. Und das würde ich euch auch empfehlen. Startet wirklich immer mit ein bisschen weniger. Und dann verwendet ihr nochmal etwas mehr. Man kann es natürlich jetzt auch gut sehen, ne? Bei meinen Haaren, schaut mal, das ist halt das Geile an diesem Wachs. Ich habe einfach echt unvorteilhafte Haare gerade, ja, sie sind einfach schwer zu bändigen, aber mit diesem Produkt, schaut mal, so, ich habe halt echt die Möglichkeit, hier durchzugehen und das ist das, was mir auch immer so wichtig war, ein Produkt zu haben, wo ich den ganzen Tag immer wieder durchgehen kann, ohne dass die Haare jetzt verkleben oder fettig oder strohig oder wie auch immer aussehen und ich die Möglichkeit habe, die Haare halt immer wieder zu stylen, neu zu modellieren und einfach zu gucken, okay, was passt noch. Ich mache das jetzt tatsächlich so, dass ich sie echt einfach nur so ein bisschen nach hinten style und dann war es das für mich auch schon, weil ich eh weiß, im Laufe des Tages, gerade bei so langen Haaren, ich gehe eh immer wieder durch, ich mache immer wieder irgendetwas. Was ihr natürlich noch machen könnt, ist jetzt das Ganze fixieren mit einem Haarspray.
bin ich kein großer Fan von, weil wenn Haarspray drin ist, dann kannst du halt nicht immer wieder diesen hier machen, weil dann sind die Haare einfach fest und sollen an ihrem Platz bleiben. Das ist das, warum ich halt mein Produkt so feiere. Ich kann halt immer wieder durchgehen. Okay, was für Frisuren kann man jetzt am besten machen? Ihr könnt versuchen, je nachdem wie lang eure Haare sind, sie einfach nur nach hinten zu machen. So, das ist halt relativ einfach. Muss man schauen, ob man darauf Bock hat. Ansonsten kann man natürlich immer versuchen, so ein bisschen was zu nehmen, so ein bisschen hoch zu machen und dass es halt einfach so steht. Ich muss dazu sagen, es ist gerade Hochsommer, wir haben draußen 37 Grad, also ich bin extrem am Schwitzen. Das ist natürlich immer noch so ein krasser Frisurenkiller, Schweiß. Die Haare werden dadurch natürlich nochmal nass, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das ist so ungefähr die Frisur, die ich jetzt so momentan trage. Ich weiß, ich bekomme tagtäglich extrem viel Nachricht, mag das sieht nicht gut aus, alles kacke. Ich habe aber Bock, mal wieder die langen Haare zu haben, schön Man-Bun zu machen und dementsprechend ist diese Übergangszeit nicht so einfach. Ich hoffe aber, mit diesem Video konnte ich euch so ein bisschen helfen. Nicht verzagen, schon mal bei mir, selbst jetzt. Also ich habe eigentlich das Maximum rausgeholt, was Produkte, Styling und so angeht, aber es ist trotzdem schwierig, weil das ist ja kein richtiger Schnitt, ja. Der Schnitt ist schon komplett rausgewachsen, man kann einfach gar nicht so viel machen, aber haltet auf jeden Fall durch, versucht es mal mit einem Schaum, versucht gerne mal den Haarverdicker oder auch ein Salzspray, wobei ich bei Salzspray immer sehr, sehr vorsichtig bin, das greift schon die Haare an, das ist nicht so gut. Für alle, die Kurzhaarfrisuren haben, exzellent, also ich habe früher regelmäßig Salzspray verwendet, aber wenn ihr jetzt lange Haare habt, könnt ihr das mal machen, aber wirklich nicht regelmäßig, weil es einfach nicht so gut ist für die Haare. So, mein Name ist Marc Eggers, ich werde jetzt direkt unter die Dusche gehen, weil mir ultra warm ist. Ich hoffe, dieses Haarstyling-Tutorial hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out!